Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt vom guten Tim. Und Tim schreibt natürlich auch eine E-Mail dazu, nämlich schreibt er: Hi, ich würde mich freuen, wenn du dir meinen noch unfertigen Zoo, Zoo Bremen, anschauen könntest. Ich habe ungefähr 90 Spielstunden mit diesem Park verbracht und es sind zwei Themenbereiche zu bewundern, Afrika und Amerika. Im Zoo sind 15 Tierarten und 100 Tiere vertreten. Der Zoo heißt so, da ich in der Nähe von Bremen wohne und man für einen guten Zoo nach Hamburg oder Hannover muss. Nun habe ich meine eigene Interpretation von meinem perfekten Zoo gestaltet. Um dich nicht zu spoilern, habe ich keine Vorschaubilder im Steam Workshop und der Zoo startet auch am Eingang. Ich hoffe, er gefällt dir und wenn er fertig ist, werde ich den Zoo erneut schicken. Danke und liebe Grüße, Tim. Ja, vielen, vielen Dank, Tim. Er hat mir einen Steam Workshop-Link geschickt. Ich kann leider diese Workshop-Sachen irgendwie nicht immer öffnen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Deswegen habe ich ihm eine E-Mail geschrieben und er hat mir dann nochmal das Savegame zukommen lassen mit einer etwas neueren Version. Hat er auch dazu geschrieben, dass dann die Beschreibung aus der E-Mail nicht mehr passt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt mehr Themenbereiche, mehr Tiere, mehr Tierarten sehen. Und ich bin sehr gespannt und wir starten jetzt in dein Zoo Bremen. Und da sind wir auch schon im Zoo Bremen angekommen und sogar mal mit Besuchern, weil ich habe über 40 FPS. Also das ist sehr, sehr nice. Zoo Bremen ist für mich auch sehr, sehr interessant tatsächlich, weil ich komme ja aus Oldenburg und Bremen ist sozusagen unsere Nachbarstadt, würde ich sagen. Und ja, hier in der Nähe gibt es halt nicht wirklich coole Zoos, deswegen wäre es eigentlich cool, wenn es ein Zoo Bremen geben würde. Aber hast du ja schon in deine E-Mail geschrieben, dass es leider nur in Hamburg und Hannover einen gibt. Und ja, der einzige Zoo, der bei mir in der Nähe mir einfällt, ist nicht mal wirklich ein Zoo. Das ist nämlich der Tierpark Thüle. Also eher sowas für Kinder und so ein kleinerer Tierpark. Ich glaube, da rechts geht es erst richtig in den Zoo. Hier vorne ist, glaube ich, nur... Sieht noch sehr unfertig hier aus. Hier ist nur so eine... So ein Fressbereich. Ja, genau, der Tierpark Thüle, der hat halt so ein paar kleine Kinderachterbahnen und Kinderattraktionen. Und ja, so ein ganz paar Tiere. Ein schönes Ziegengehege, wo man die Ziegen füttern kann und so. Das ist ganz nice, aber da war ich auch schon ewig nicht mehr. Ist halt auch, ja, als Erwachsener... Nicht ganz so spannend. Als ich jung war, war ich da mal sehr gerne. Und hier auch Musik. Auf jeden Fall so ein cooler Lautsprecher. Das Ding hier kommt, glaube ich, aus einem Workshop. Habe ich so schon mal gesehen. Aber hier geht es jetzt, glaube ich, in deinen Afrika-Bereich. Dann wollen wir das doch mal machen. Über eine wunderschöne Brücke. Auch sehr gut gestaltet. Und, oh, wie schön. Wir kommen hier direkt zu so einer Bootstour. Wie cool. Ich glaube, die können wir gleich direkt fahren. Hier scheint das Häuschen zu sein. Oh, hier ist Musik. Endlich. Yay. Hier zur Linken ist leider auch noch sehr, sehr unfertig. Aber jetzt sind wir, glaube ich, in deinem Afrika-Bereich angekommen. Kann man ja an der Deko auch unschwer erkennen. Und an den tollen Hüten hier. Ist auch so ein Hut. Welchen Hut will ich denn haben? Ich glaube, ich nehme das Nashorn. Ja, ich würde das Nashorn nehmen. So. Ja, schon mal sehr schön bepflanzt hier alles. Schön gestaltet mit ein paar Felsen. Oh, da fliegt ein Luftballon. Ja, ist cool, gefällt mir. Und hier geht's dann zur Afrika-Bootsfahrt. Da gehen wir direkt mal rein. Wir kürzen ab, wir springen über das Geländer. Und fahren am besten hier vorne mit. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt hin. Und wahrscheinlich wieder nicht, wenn ich jetzt hier... Genau. Egal, macht ja nichts. Fliegen wir mal kurz hier rüber. Also das haben wir gerade hier gesehen. Und hier geht's dann quasi schon zur Bootstour. Ja, interessant. Du hast hier sogar oben so ein Glasdach gemacht. Das finde ich cool. Die Idee. So, versuchen wir mal schnell hier so ein Boot zu ergattern. Was hoffentlich gleich losfährt. Aber irgendwie scheinen hier nicht so viele Gäste reinzugehen. Ich schalte mal ganz kurz hier auf Testen. Und steigen die Gäste wieder aus. Oh, es tut mir leid. Aber wir wollen jetzt hier nicht so lange warten. Wählen jetzt mal hier das richtige Boot aus. Und dann geht die Tour gleich los. Die verschiedenen Kameraperspektiven, die kennen wir ja schon. Haben wir schon öfter durchgeschaltet. Ich denke mal, ich werde in dieser hier bleiben. Also in dieser hier. Weil da kann man sich am besten umgucken. Hier geht es direkt sogar los. Oh, was haben wir denn hier? Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie die heißen. Ihr wisst ja, bei diesen ganzen Böcken und Gazellen tue ich mich immer sehr schwer. Weiß nicht, was das jetzt ist. Schauen wir nachher auf jeden Fall nach. Aber sehr schöne Felsarbeit und Bepflanzung und so. Und auch hier ein sehr schöner Unterstupf unter der Brücke, glaube ich. Mega cool. Ging leider jetzt ein bisschen schnell. Oh, wir haben das Panzernashorn hier. Wie cool. Das habe ich, glaube ich, noch nicht in einem... Also es ist das erste Mal, dass ich das, glaube ich, sehe in einem Zoo von euch. Oder? Kann das sein? Oh, ich bin ja großer Nashorn-Fan, ne? Sehr coole Tiere. Oh, wie cool das hier gemacht ist. Mit der Bootstrecke. Und dann gehen hier die Tiere
direkt ins Wasser rein, wenn sie mal planschen wollen. Also man kann die wirklich richtig gut beobachten. Ich finde das mega cool, dass du das hier mit diesen Felsen als natürliche Barriere geriegelt bekommen hast, ohne dass die hier ausbüchsen. Oh, hier schon das, direkt das nächste Gehege. Kaffernbüffel, wenn mich nicht alles täuscht. Und hier zur Linken auch. Oha. Hier sind Nilpferde oder Flusspferde. Okay, das müssen wir uns gleich alles nochmal von oben angucken in Ruhe. Es geht gerade ein bisschen schnell. Aber man hat auf jeden Fall sehr viel hier zu sehen. So viel steht fest. Hier ist schon direkt das nächste Gehege, nämlich afrikanische Elefanten. Oh, wie cool das ist. Hier hinten noch so ein Durchgang. Hast du schon sehr gut gestaltet. Und auch wirklich eine richtig tolle Sicht auf die Tiere. Das ist krass. Man hat eigentlich die ganze Zeit was zu sehen. Links Elefanten, rechts Kaffernbüffel. Mega cool. Kommt hier ein wunderschöner Wasserfall. Der sieht auch echt gut aus. Sehr schön gemacht hier mit den Plätschern. Und dann wieder direkt das nächste Gehege. Oh, bei dem weiß ich sogar, wie der heißt. Der heißt Spießbock. Das habe ich mir jetzt mal gemerkt, weil der diese ganz langen Hörner hat. Auch ganz tolle Tiere. Kann man hier nicht auch in die Ego-Perspektive gehen? Kriege ich hier keine Auswahl? Ach, weil ich G gedrückt habe. Okay, das ist die Ego... Oh, nee, okay. Nee, wir bleiben in der anderen. Sonst fehlt uns einfach die Übersicht. Ja, richtig schön gestaltet, die Gehege. Schauen wir uns gleich auf jeden Fall nochmal von oben an, Leute. Weil es geht mir gerade ein bisschen zu schnell. Es gibt so viel zu entdecken und ja, das Boot ist leider ein bisschen schnell unterwegs. Ich glaube, man könnte das sogar auch noch langsamer einstellen, aber eigentlich ist das schon in Ordnung so. Hier ist schon auch wieder das nächste Gehege. Giraffengehege mit einem tollen Giraffenhaus. Da sind dann die Giraffen. Oh, da rennt gerade sogar eine raus. Oh, ist das nice. Und hier auch nochmal der Unterstand. Das ist richtig cool. Man kann die Tiere auch echt gut beobachten aus Ego-Perspektive. Hm. Gefällt mir. Sehr, sehr coole Bootstour. Ich glaube, das hier ist auch noch alles Giraffengehege. Wenn mich nicht alles täuscht. Und hier ist auch nochmal ein wundervoller Wasserfall. Sieht richtig gut aus vom Plätschern her. Man sieht keine Düsen. Das Plätschern sieht realistisch aus. Ja, richtig schöner Wasserfall und auch richtig schöne Felsarbeit hier. Dann auch mit der Bepflanzung. Da steckt sehr viel Liebe zum Detail drin. Habe ich es jetzt richtig ausgesprochen? Hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, dass man das L nicht ausspricht. Ich versuche mir das jetzt mal anzugewöhnen, weil es stimmt auch. Ich sag halt immer Detail. Ich spreche halt das L aus. Und eigentlich spricht man das bei dem Wort nicht aus, weil es, glaube ich, aus dem Französischen oder so kommt. Aber ich bin immer so... Ja, ich orientiere mich immer viel an dem Englischen. Und im Englischen spricht man das halt aus. Da sagt man ja auch Detail. Und ja, ich gucke halt auch sehr gerne auch mal einen Film oder eine Serie auf Englisch. Oder Videospiele spiele ich gerne auf Englisch. Und ja, deswegen... Nehme ich immer sehr, sehr viel aus dem Englischen. Aber trotzdem Dankeschön für die Verbesserung. Man lernt nie aus. Das ist ja genauso schlimm wie Einzigste. Das ist ja auch falsch, sagen auch viele. Das heißt nämlich Einzige. Finde ich auch immer schlimm, wenn jemand Einzigste sagt. Und andere merken das, glaube ich, gar nicht. Also, ich kann das schon verstehen, wenn man dann verbessert wird. So, wir schauen uns das Ganze mal von oben jetzt an. Hier sind wir gerade losgefahren. Also, jetzt mal ehrlich, das ist wirklich... Ganz, ganz toll gemacht hier mit den Felsen und mit der Strecke, mit dem Wasser und dann dem Abstecken von den Gehegen. Richtig cool, wie das aussieht. Also ein richtig schönes Gesamtbild. Da steckt viel Liebe zum Detail dahinter. Und ja, man sieht, dass du dir echt Mühe gegeben hast. Jetzt gucken wir mal eben, wie die hier heißen. Ich versuch's mir auch mal zu merken. Oh, das sind Bongos, okay. Weiße Streifen, schwarze Schnute, hier nochmal weiß und... Ja, so etwas kürzere, oben abgerundete Hörner. Ich versuche es mir zu merken. Beim nächsten Mal werde ich eh wieder sagen, ich weiß nicht, wie die heißen. Oh, wie süß. Hier ist auch noch ein Bongo-Baby. Oh mein Gott, ist das niedlich. Oh mein Gott. Es hat so riesige Ohren. Das ist ja mega süß. Okay. Ja, richtig cooles Gehege. Schön gestaltet. Hier vorne finde ich auch cool, dass du den Unterschlupf sozusagen unter die Brücke gebaut hast. Oh, und dahinter ist sogar... Oh mein Gott, wie cool ist das denn?
Dahinter kann man auch nochmal hin und die Tiere dann beim Schlafen beobachten. Richtig cool gemacht. Nice Idee. Oh, die können hier sogar ins Wasser? Das ist ja interessant. Wie hast denn du das hier geregelt mit den Gehegen? Schauen wir nochmal nach. So. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ach, weil ich das Tier weggeklickt habe. Sorry. So, das ist der Bereich. Okay, die sollen hier sogar ins Wasser können. Das ist ja cool. Finde ich gar nicht so schlecht. Ah, hier vorne ist sogar ein Futterspender. Also das ist wirklich gewollt. Das ist nicht aus Versehen. Ah, logischerweise, weil die Tierpfleger können ja nicht durchs Wasser laufen. Deswegen müsste das Futter auf dieser Seite stehen. Ja, ich verstehe. Aber es wäre elegant gelöst. Wenn dann die Boote mal einen Moment anhalten müssen, finde ich auch gar nicht schlimm. Weil jetzt gibt es gerade Futter. Und jetzt muss halt die Tour mal warten. Weil jetzt gehen die Bongos darüber und ja, fressen hier was. Hast du aber echt schön gemacht. Und dann geht es hier durch so eine Engstelle. Und da geht es dann zum Nashorngehege. Habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass jemand das Panzernashorn in seinem Zoo unterbringt. Und ich finde das mega cool. Was ich richtig cool finde, ist, dass du das hier mit den Begrenzungen, mit den Felsen so gut hingekommen hast. Das sieht wirklich nice aus. Und du hast halt darauf geachtet, dass die Felsen möglichst niedrig sind, damit man aus Bootsperspektive die Tiere noch gut beobachten kann. Und das hast du wirklich gut hinbekommen. Ich meine, wenn ihr mal so schaut, man kann die Tiere wirklich perfekt sehen. Ich hätte an deiner Stelle nur Angst, dass die Tiere ausbüchsen. Aber das hast du wahrscheinlich alles geregelt, ne? Ja. Ja, richtig gut gemacht. Also es war wahrscheinlich sehr viel Arbeit, denke ich mal. Aber hast du alles super geregelt bekommen. Gerade das hier mit dem Wasser und dass das dann alles passt hier mit den Felsen, dass die Tiere nirgendwo rauskommen. Also das steckt viel, viel Arbeit hinter, glaube ich. Ist ja auch gerade am Fressen. Hier ist dann nochmal so ein schönes Gebäude, wo die unter können und direkt hier die Mitarbeiter Einrichtung sozusagen. Richtig cool. Hast es auch sehr gut gemacht hier mit den Tierschildern, muss ich sagen. Also man kommt halt immer so vorbei und sieht, welches Tier man als nächstes sieht. Hier ist das Panzernashorn. Was ist das denn hier? Ach, das ist ein fertiges Element, glaube ich. Okay. Dann hier kommt man dann zu den Kaffernbüffeln. Die haben hier ihr Gehege. Auch richtig cool, dass sie dann hier baden gehen und so vorher noch. Kann man den nämlich auch sehr gut beobachten. Chillen leider gerade alle. Ich möchte auch hier einmal gucken. Oh, wie cool. Wisst ihr, was mir positiv gerade auffällt? Also die können sogar noch hier rauf und hier vorne rauf. Wie cool ist das denn? Das heißt, wenn man etwas Glück hat, dann steht hier oben einfach einer auf dem Felsen zur Begrüßung, wenn du hier ankommst. Oder halt auf der anderen Seite. Richtig nice. Auch hier hast du einen coolen Unterschlupf gebaut, auch mit einigen Deko-Elementen. Auch hier vorne hast du Deko-Elemente. Ah, sieht schon toll alles aus. Sehr nice. So, dann haben wir hier die Hippos. Happy Hippos. Ja, sind leider gerade nicht zu sehen. Aber auch hier hast du das. Können die hier ins Wasser? Ich denke mal schon, oder? Oder ist das hier zu steil? Müssen wir eben eins anklicken. Ich glaube, das Gehege ist mega riesig, oder? Oh mein Gott. Können die hier durch? Was ist... Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, er scheißt erstmal. Ist das ein Albino oder was? Sehen die so aus bei den Flusspferden? Uff. Sieht ja cool aus. Alpha-Tier männlich. Schreibt mal in die Kommentare, ob das ein Albino ist. Lol. Richtig Show für die Besucher. Ich glaube, das ist ein Albino. Richtig cool. Ja, warte mal. Können die jetzt wirklich? Oh mein Gott. Die haben ein riesiges Gehege, die Dinger. Schaut mal. Die können hier rein. Dann haben die hier einen Innenbereich und hier wieder raus. Richtig cool gemacht. Ja, die brauchen ja auch viel Platz, die Flusspferde. Hast du echt toll gemacht. Mega nice. Schönes Gehege auch. Hier dann so ein bisschen Wasser. Hier hinten alles natürlich abgesteckt. Auch schön bepflanzt. Das finde ich auch gar nicht so schlimm, dass du das hier so flach abgesteckt hast, weil sieht eigentlich von hier, von der Besucherperspektive, ziemlich nice aus. Oh mein Gott, und das hier ist auch cool. Schaut mal hier vorne, die Glasscheiben. Cool, die abgerundet sind. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Coole Idee. Oh, ich glaube, wir haben hier noch sehr viele interessante Sachen zu erkunden. Das werden wir aber gleich machen. Ja, nice Gehege. Richtig schön gestaltet.
auch immer schön hier diese Schlammbecken eingebaut. Hier geht's dann in den Innenbereich. Oh, hier ist sogar ein Tier, was meine Hilfe braucht. Oh, ein Baby. Ein kleines, süßes Baby. Oh, oh mein Gott, wie das läuft. Putzig. Oh, sehr süß. Okay. Da haben wir dann auch nochmal so ein paar einzelne... Ja, wie nennt sich das denn? Kammern? Zellen? Ich weiß es nicht. Oh, das Baby geht hier als einziges hin. Vorne. Oh, geht's jetzt hier Bowling spielen? Das wäre mega cool. Komm schon. Baby, mach einen Strike. You can do it. Wow. Enttäuschend. Okay. Ja, auf jeden Fall kann man dann von hier vorne gucken. Ach, ich habe jetzt gar nicht gecheckt, wie hier ins Wasser können. Nee, okay. Perfekt. Ach, die rennen jetzt gerade alle dahin, weil hier Fütterungszeit ist. Deswegen kommt da hinten auch die Mama und die macht direkt hier... Die kennt da nichts. Die mäht alles nieder auf dem Weg. So, hier kommen wir dann zum nächsten Gehege. Die Elephants, die afrikanischen. Da ist auch gerade ein Baby unterwegs. No. Ja, Tierbabys sind schon was Tolles, ne? Niedlich. Sehr, sehr niedlich. Ja, auch hier richtig cool gemacht mit den Schlammbecken hier vorne, dass die Leute bei der Tour das auch gut beobachten können. Dann geht's hier einmal rum. Das ist schon cool gemacht. Dann hier mit dem Baumstämmen. Und das ist auch riesig. Guck mal, da hinten können die auch noch hin. Ganz tolles Gehege auch hier. Das ist halt wirklich riesig, ne? Oh mein Gott. Okay, krass. Oh, sorry, wenn ich mich hier verklicke. Ja, auch sehr schön gestaltet hier mit den ganzen Gewässern. Dann gibt es hier durch so einen kleinen Felsvorsprungtunnel. Ach lol, da oben können die Leute rauf, wie cool. Hier ist dann nochmal ein Unterstand. Und hier oben können die Leute dann raufgehen und das Ganze nochmal beobachten. Boah, wie cool das hier aussieht. Richtig nice. Und hier kann man sogar auch reingucken, wo die Elefanten dann schlafen. Und hier kommt natürlich auch noch so ein bisschen Licht dann durch. Auch hier hast du Bowling am Start. Ja, richtig cool gemacht. Ich freue mich schon drauf, wenn wir da gleich mal reingehen. Hier ist dann das Elefantenhaus. Könnt ihr dann auch noch mal ein bisschen chillen. Dahinter ist dann der Mitarbeiterweg sozusagen. Ah, und das ist sogar direkt verbunden hier. Elefantenhaus und Flusspferdhaus, so wie es aussieht. Ja, richtig cool gemacht. Gut, hier haben wir dann die ersten Wasserfälle. Ja, von oben hätte man die vielleicht noch ein bisschen ja, mit Wasser-stromschnellen Dingern da ein bisschen besser und realistischer ausschmücken können. Aber ist ja nicht wichtig, ne? Also eigentlich ist ja diese Perspektive die wichtige, die Besucherperspektive. Aber sieht schon alles sehr gut aus. Hier haben wir dann die Spießböcke. Auch richtig cool gemacht hier. Wenn man hier lang fährt, dann... Guck mal, wie cool das ist. Und dann geht er einfach da oben auf den Felsen. Ja, mega cool. Also wirklich. Macht er viel Geräusche. Ich glaube, das waren die Hufen, oder? So, was haben wir hier? Hier sind dann die Giraffen. Also das mit den Schildern hast du auch echt toll gemacht. Die sind super platziert. Wir haben hier auch ihr Giraffenhaus. Oh, interessant. Das sieht cool aus hier mit den Schlafbereichen. Cool gemacht. Da chillen die dann alle so ein bisschen. Und dann geht es ja auch auf ein riesiges Außengehege noch. Ist wirklich sehr groß. Ja, definitiv. Ist halt sehr länglich, aber cool gemacht von der Form. Ich bin beeindruckt. Guck mal, hier ist auch nochmal ein Unterstand. Ich finde es auch cool, dass man dann aus dem Boot wirklich alles sieht. Man kann ja wirklich hier aus dem Boot in diesen Unterschlupf gucken. Mega, mega cool. Dann hier dieser tolle Wasserfall noch. Hier fährt man dann nochmal lang. Sieht ein paar Giraffen. Und das ist auch so cool. Ne? Stellt euch mal vor, ihr fahrt hier lang und dann trinkt da die Giraffe einfach. Hat diese Bootstour ist wirklich toll gemacht. Da kann man nur schwärmen. Auch hier tolle Felsarbeit. Und das war dann sozusagen die Bootstour. Ja, weiter geht's, Leute. Wir zaubern uns mal eben hier ein Zoopfleger her. Na, weg damit. Tigit Cam. Und beobachten das Ganze mal ein bisschen weiter. Ja, das war ja schon mal sehr beeindruckend. Wir haben viele Tiere gesehen und es war wirklich toll und schön. Hier rechts geht's dann auch nochmal hoch. Da sehen wir dann nochmal die Bongos. Ah, cool, okay.
wir sind jetzt auf der Brücke, wo sozusagen hier der Unterstand von den Bongos ist. Ich verstehe. Ah. Ja, richtig coole Sicht auch. Und dann kann man sozusagen auch noch hier unten hin und auch nochmal durch die Scheibe gucken. Ah, das ist toll. Was haben wir hier? Flamingos, ah. Oh, hier geht's auch noch nach unten. Ich werde mich verlaufen, Leute. Okay, hier sind auf jeden Fall Flamingos. Das ist das Wichtigste. Erstmal die Tiere befreien. Ja, die vermehren sich auch wie die... Was vermehrt sich denn für Karnickel, ne? Sagt man das so? Doch, ich glaube schon. Wie die Karnickel. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob die so afrikanisch sind. Ich habe keine Ahnung, wo kommen die denn her? Bin hier heute auch schon wieder unterwegs, und lass mir so viel Zeit. Ja, doch. Und um Afrika, Asien, so ein bisschen. Die sind ja überall, Europa. Ja, okay. Sind einige, aber schönes Gehege auch hier. Finde ich völlig in Ordnung hier mit dieser Wand. Finde ich sogar gar nicht schlecht, muss ich sagen. Dahinter hast du auch noch so ein Auffanggitter gemacht. Das finde ich auch cool immer. Falls hier mal was rüberfällt oder so. Und noch so ein kleines Gitter. Wenn mal so ein Kind darüber klettert oder sowas. Mega nice. Ich glaube, wir gehen mal wirklich... jetzt kann man die sogar sehen. Gehen, glaube ich, mal wirklich hier nach unten. Denn hier? Ach, das sind die Mitarbeiter-Eingänge. Okay. Gehen wir nach unten. Schauen wir, was hier ist. Samu Parfu, Leute. Psst. Okay. Nehmen wir Geparden. Lalala. Und tolle Musik. Auch schönes Gehege hier. Alles mit so Klippen abgedeckt an der Seite. Schön aus. Ja, coole Idee mit diesem Unterstand hier. Geh nochmal hier zurück. Habe ich irgendwas verpasst? Nee. Nee, okay, alles super. So, hier geht's dann weiter. Hier haben wir die Panzernashörner. Die haben wir ja vorhin auch schon gesehen. Finde ich mega cool, dass man die nochmal von hier so gut beobachten kann. Ja, okay, Scheiben abgedunkelt. Oh, da muss ich auch euch was sagen. Da hatte ich richtig Angst, ne? Als wir durch den Serengeti-Park gefahren sind und direkt an den Nashörnern vorbei. Da hatte ich echt Angst, dass die auf mein Auto losgehen. Stellt euch das mal vor, so ein Monstrum. Ich weiß gar nicht, wie viel wiegt denn so ein Ding. Ich glaube, der kann bestimmt ein Auto umrammen, oder? 2,1 Tonnen. Ich glaube, so ein Nashorn. Puh. Also ich hatte auf jeden Fall Respekt. Hier haben wir das nächste Gehege. Welches ist denn das? Hier keine Tiere. Hä? Ist hier ein Schild? Auch nicht. Aber schöne Musik. Hier sieht man nochmal die Flamingos. Oh, hier sind Löwen. Oh, wie cool. Richtig cool gemacht, dass der hier direkt vor der Scheibe frisst. Ich bin echt begeistert von dem Zoo, muss ich sagen. Auch schön mit den Höhenunterschieden hier und alles. Dann da hinten schöne Felsarbeit noch. Schauen wir uns nachher alles noch von oben an. Aber was ist das denn jetzt hier? Ich glaube, das ist das Hippo-Gehege, oder? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Wollen wir mal reingehen? Komm. Ja, tatsächlich. Ah, das sind andere Hippos. Sind das nicht die Zwerghippos? Ja. Das ist doch ein anderes Gehege hier, ne? Aber das ist auch cool hier mit den Vorhängedingern. Ja, das ist ein anderes Gehege. Okay, gut, dass ich nachgeguckt habe. Hier sind die Zwergflusspferde. Schaut mal, wie klein das Baby ist. Die verstecken sich leider gerade alle im Wasser, deswegen sieht man die nicht. Ach, hier ist ja auch das Schild. Okay. Habe ich leider übersehen. So. Da geht's nochmal. Ah, hier geht's zu diesem Elefantending. Da gehen wir gleich auf jeden Fall runter. Hier ist das Coole mit den Scheiben. Das haben wir auch schon gesehen. Links ist auch noch ein Gehege. Also, es gibt hier wirklich überall was zu sehen.
Also das mit diesen abgerundeten Scheiben hier finde ich richtig toll. Mega cool gemacht. Hier haben wir dann irgendwelche Affen oder sowas. Sieht das so aus? Ach nee, das ist das Löwengehege. Okay. Ja, richtig cool. Ich wusste gar nicht, dass die hier auch noch so hochklettern können. Oh, können die dann nicht darüber? Da hätte ich aber Angst. Dass die hier rüberspringen. Oh mein Gott. Oh, hier geht's sogar rein. Lol, das habe ich gar nicht gesehen. Da waren wir gerade gar nicht drin. Hier geht's sogar noch runter. Ah. Hier kann man dann sozusagen nochmal in das Löwengehege reingehen und die nochmal genauer beobachten. Auch eine sehr coole Idee. Ja, sehr cool gemacht. Auch hier nochmal ein kleiner Wasserfall. Ah, finde ich toll. Jetzt gehen wir mal runter zu den... Ah, hier ist das Schild dann. Jetzt gehen wir mal runter zu den Elefanten. Nehmen wir jetzt auch nochmal eine... Ist das... Ach, das ist unter Wasser hier, ne? Ach, cool. Das ist hier die Flusspferd, das Flusspferdgehege. Und jetzt sind wir sozusagen unter Wasser und können die da auch nochmal beobachten. Die haben hier sogar so eine Höhle unter Wasser. Ey, du hast ja wirklich an alles gedacht. Das ist ja richtig nice. Dann nochmal die Schilder. Da sieht man sogar eins. Ein Baby kommt gerade unter Wasser. Sehr cool. Auch hier alles richtig cool mit Wänden und so abgedeckt. Geht's dann weiter. Weiter. Ein langer Tunnel. Aber es lohnt sich, hier lang zu laufen. Denn dann kommt man hier über eine Wendeltreppe in das Elefantengehege. Richtig cool. Also das ist wirklich eine coole Idee. Ich finde das auch mit den Geländern, die du hier eingebaut hast, richtig cool. Einmal so rundum. Mit diesen Holzbrettern. Sind die alle einzeln platziert? Tatsächlich, oha. Okay, das war eine Menge Arbeit, glaube ich. Jetzt ist alles markiert, macht nichts. Haben wir uns ja gerade auch schon angeguckt. Und hier kann man dann sogar nochmal reingucken ins Elefantengehege. So, und wir gehen wieder zurück. Ich sollte das vielleicht doch wegmachen. Stört mich das gleich. So. Gehen wir wieder in den Tunnel zurück. Und dann bin ich mal gespannt, was uns noch so erwartet. Ich weiß halt nicht, wie groß dein Zoo ist. Kann natürlich auch sein, dass er gleich schon vorbei ist. Ich meine, das, was du uns hier schon präsentiert hast, ist ja schon nicht wenig Arbeit. Aber ich glaube, hier geht es in den nächsten Bereich, so wie es aussieht. Durch einen Nebeltunnel mit einem Bären drauf. Ich glaube, jetzt geht es in den Nordamerika-Bereich. Tatsächlich. Now entering America. Und hier ist auch direkt anderes Feeling von der Bepflanzung her und von den Wegen und von den Felsen. Mega cool gemacht. Wo gehen wir lang? Komm, wir gehen in die Mitte. Dann erstmal so ein paar Läden. Ein paar Fresssachen. Und toller neuer Musik. Cool. Hier sind sogar so ein paar Deko-Elemente eingebaut. Und sogar noch hier in die Ecke so eine Bank. Finde ich auch nice. Und ein paar Toiletten. Und dann geht's hier zum ersten Gehege. Ich liebe ja diese Musik, ne? Hier haben wir ein Bison-Gehege. Auch hier tolle Gestaltung. Schöne Bepflanzung, schöne Felsarbeit, dann diesen Baumstämmen. Mega nice. Oh, da im Hintergrund ist auch was Interessantes. Mandrills sehe ich da, glaube ich. Auch cool gemacht hier mit dem Wasser und so. Wo geht's denn hier noch lang? Ich glaube, bis jetzt habe ich mich aber noch nicht verlaufen. Hier ist, glaube ich, einfach nur so ein Ruhebereich, wo die Leute was essen können. Auch sehr idyllisch hier. Schön bepflanzt, Wasser. Also hier würde ich mich auf jeden Fall hinsetzen. Und was snacken. Genau. Sind wir hier links lang gelaufen. Okay, dann haben wir den linken Weg sozusagen schon mal abgearbeitet. Gehen wir mal den rechten Weg lang. Damit wir hier nichts verpassen. Okay, hier geht's. Ah, gehen wir hier mal rein. Hier geht's zu einem Bärengehege. Das Grizzlybären, ich glaube schon. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ups. Das wollte ich nicht. Sorry. Ja, auch coole Sicht, ne? Wir sind ja auch wieder sozusagen in einem Berg drinne. Können die Tiere beobachten, ohne dass sie wissen, dass wir da sind, oder?
Ah ne, hier ist gar nicht verdunkelt, die Scheiben. Okay, die Tiere sehen uns. Oha, da hätte ich aber Angst, dass die auf uns losgehen. Aber sieht cool aus hier. Richtig coole Idee. Sind das denn Grizzlies hier? Ich glaube schon. Ja, Grizzlybären. Die sind ja auch saugefährlich, ne? Die werden ja auch riesig. Oh, guck mal, ein Baby. Und wieder ein Fall für Chip und Chap für uns. Gitter des Rechts. Wer kennt's noch? Läuft das heutzutage noch? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, diese ganzen Serien von früher laufen gar nicht mehr, oder? Darkwing Duck, Chip und Chap. Oh. Goofy und Max. Ich weiß gar nicht, was lief denn früher alles noch so? Was habe ich denn geguckt? Oh shit, jetzt bin ich aus der Sicht rausgegangen. Egal. Schauen wir mal eben so. Ah, richtig schön gestaltet ihr das Gehege. Ja, mega. Also ist wirklich cool geworden. Könnt ihr auch nochmal hochklettern so ein bisschen. Oh, und hier ist eine Höhle oben. Ach, dein Zoo hat es mir angetan. Der ist richtig cool. So. Brauche ich jetzt mal eben hier einen Mitarbeiter. So, und weiter geht die wilde Tour. Da kommen wir her aus dem Nebel. Und jetzt geht es hier in diese Richtung. Und hier geht es, glaube ich, zu einem begehbaren Gehege, so wie es aussieht. Ist auf jeden Fall so eine Eingangstür. Gehen wir mal rein, wo sie gerade offen ist. Was sehen wir denn hier? Ah, wie heißen die denn nochmal? Gabelbock, genau. Gabelbock war nämlich der nordamerikanische. Davon gibt es, glaube ich, auch nur einen, der aus Nordamerika kommt. So, glaube ich, nur der Gabelbock. Auch hier sehr, sehr cool gemacht mit den Brettern. Wenn man hier noch so rüber looten kann. Ist der da gerade gejumpt? Okay, geht es auf jeden Fall in so eine schöne Aussichtsplattform. Kann man die wirklich gut beobachten. Oh, toll. Gefällt mir. Eine sehr schöne Übersicht hier. Finde die Idee auch cool, dass du einfach diese Tür hier so benutzt hast. Weil die ist ja eigentlich dafür gedacht, für so begehbare Gehege. Aber kann man natürlich auch so benutzen. Finde ich cool. Ist halt nice, dass die sich wirklich öffnet, wenn da Leute reingehen. So. Gehen wir jetzt weiter. Hier gibt es schon wieder Abzweigungen rechts und links. Oha. Aber bis jetzt habe ich mich noch nicht verlaufen. Also das hast du wirklich gut gemacht. Auch hier ein sehr interessanter, cooler Zaun. Schön rustikal, so nordamerikanisch. Gefällt mir. So, hier geht es auch noch nach links. Oha. Ich halte mich mal einfach rechts. Ich glaube, damit können wir nichts falsch machen. So, hier ist nochmal ein Mitarbeitereingang, glaube ich, oder? Ja, das ist Mitarbeiter. Und hier ist dann das nächste Gehege. Wieder sehr interessant aus. Oh, hier geht's runter. Oh, hier ist es richtig interessant gemacht. Oh. Das sieht auch schön aus. Und auch wieder mit schöner Musik. Auch schön beleuchtet. Wir sollten vielleicht nachher nur noch bei Nacht mal eben gucken. Auch eine coole... Oh mein Gott, das ist eine coole Idee. Dass hier sozusagen das Wasser rausläuft. Wie hast du das denn gemacht, so einen kleinen... Hm. Muss ich mir gleich mal angucken. Wie du das gemacht hast. Wir gehen einfach mal jetzt hier rein in den Untergrund. Das ist cool, dass du hier überall Musik eingebaut hast. Das gefällt mir. Boah, hier ist ja ein richtiges Tunnelsystem. Wie cool. Und hier finden wir dann Wölfe. Ja, nice. Hast halt hier so ein richtiges Untergrund-Tunnelsystem gebaut. Und man kann das hier alles beobachten. Richtig cool. Das heißt, wir können wahrscheinlich auch noch hier einmal komplett rumgehen. Gehe ich von aus. Genau. Auf dieser Seite können wir nämlich auch nochmal reingehen. Und auch hier gucken. Ja, sehr coole Idee. Man kann hier wirklich den gesamten Untergrund angucken. Das ist echt nice. Überall ist Musik. Ach, wie toll. Und hier kann man auch reingucken. Ich glaube, das ist auch das Wolfsgehege, ne? Ja, tatsächlich. Ist auch schon wieder riesig, das Wolfsgehege. Kann sogar ein bisschen nach hier oben gehen, Leute. Ja, richtig cool gemacht. Ist auch cool, dass du hier eine andere Mauer benutzt hast. Und das hier oben finde ich auch eine sehr coole Idee. Sozusagen so ein Rohr, wo das Wasser rausplätschert. Warum nicht? Finde ich eine nice Idee. Ja, mega cool. Also gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. So, gehen wir mal wieder hoch.
darf mich halt jetzt nicht verlaufen, das ist wichtig. Hier ist nochmal so eine kleine Toilette. Ein paar Deko-Sachen, ein paar Zelte. Echt Angst, was zu übersehen. Ne, da vorne habe ich alles gesehen. Ah, hier war ich noch nicht. Hier geht es auch noch nach oben. Oh, hier ist ein Premium-Tisch. Hier kann man essen. Und dann kann man sogar die Wölfe beobachten. Einfach nochmal so eine coole Aussichtsplattform. Das ist nice. Da hat man wirklich dann nochmal so einen richtigen Rundumblick. Ah, coole Idee. Hier auch nochmal ein paar so Gewässer und sowas als Deko. Hier haben wir auch nochmal so einen kleinen Essenstand. Der sieht auch sehr cool aus. Hier sind nochmal ein paar Tische. Hallo. Was gibt's denn hier? Pipshot, was auch immer das ist. So, hier geht's dann zurück. Habe ich mich verlaufen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es sieht wirklich noch gut aus. Hier oben waren wir vorhin. Okay, ich glaube, wir haben jetzt den rechten Gang sozusagen abgearbeitet. Jetzt können wir hier lang. Wir haben uns halt echt nicht verlaufen. Da bin ich gerade echt stolz auf mich. So. Mal einiges an Felsen. Hier hinten scheint noch alles ein bisschen leer zu sein. Ich glaube, wir haben den Zoo gleich fertig. Aber wir haben ja auch schon einiges gesehen jetzt. Hier ist dann das coole Mandrill-Gehege. Mit diesen coolen... ja, wie nennt man sowas denn? Ja, Kletterdingern halt und diesen Brücken. Das hast du schon cool gemacht hier. Könnt mir vorstellen, dass es aus dem Workshop kommt. Ja, auch sehr cool. Sieht aber teilweise hier noch ein bisschen leer aus, das Gehege. Also ich glaube, hier bist du noch nicht fertig geworden. Kann das sein? Weil hier fehlen noch so ein paar Büsche und hier fehlt noch ein bisschen was. Ich glaube, das ist erst nur so der Grundriss. Aber es geht schon in eine coole Richtung. Hier hast du auch wieder diese Auffangdinger gemacht. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Finde ich cool. Hier geht es dann auch in das Affenhaus. Ja, hier bist du definitiv noch nicht fertig. Sieht noch alles sehr rohbaumäßig aus. Aber coole Idee, dass dann die Affen hier so reingehen können und so. Ja, ich bin gespannt, wenn du dein Zoo weiterbaust. Geh mal in die andere Perspektive. Schauen uns das Ganze von oben an. Also ich glaube, wir haben nichts verpasst jetzt soweit. Ich hoffe. Nee, dürfte eigentlich nicht, oder? Was ist das hier für ein Gehege? Nee, das haben wir auch gesehen. Sehr gut. Nee, ich glaube, wir haben wirklich nichts verpasst. Also hier sieht man schon, was du hier wieder geplant hast. Hier sind einige Klettersachen. Hier ist auch noch was aus einem Workshop. Ach, das sind so Geländer und Zäune. Sowas ist natürlich praktisch, ne? Wenn man sich sowas aufstellt. Da kann man sich dann gleich verschiedene Geländer und Zäune besorgen, wenn man mal welche braucht. Ja, richtig cool. Also, ich glaube, wir haben wirklich nichts übersehen. Bin mir ziemlich sicher, dass wir uns nicht verlaufen haben und dass wir alles gesehen haben. Also, dein Zoo war auch sehr, sehr gut strukturiert, muss man sagen. Okay, wir schauen nochmal eben bei Nacht uns das Ganze an. Ob wir da noch irgendwas Besonderes sehen. Hast dir auf jeden Fall viel Mühe gegeben hier mit dem Ausleuchten. Das ist überall so ein paar Laternen und so eingebaut. Oh, ein bisschen mehr Beleuchtung geht aber auf jeden Fall noch. Ja, ist teilweise noch ein bisschen dunkel. Gerade in so Tunneln und so. Aber da bist du wahrscheinlich noch nicht zugekommen. Hier sieht auch wieder sehr cool aus. So ein paar Beleuchtungssachen hast du aber schon. Hier sind sogar so Scheinwerfer. Okay, ich glaube, wir haben alles gesehen. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn es so ein Zoo geben würde in Bremen. Das wäre nice, da würde ich direkt hingehen. Ich muss wirklich sagen, lieber Tim, dein Zoo war wirklich toll. Hat mir richtig viel Spaß und Laune bereitet. Und Leute, schreibt immer in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Tim fandet. Zoo Bremen heißt der Zoo. Und falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, dann könnt ihr es gerne tun. Unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.